So. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte Sie, kurz Platz zu nehmen. Ich glaube, mehr werden wir nicht. Das ist aber mehr als ausreichend. Ich empfinde, das wird ein hervorragendes, sehr angenehmes, kleines Panel werden. Die diesjährige Konferenz widmet sich unter Abstützung auf die bewährte Panelstruktur dem Generalthema Strategie und Wille. Wie Brigadier Dr. Beischl bereits in der Einladung und in seiner Einführung darlegte, wird dabei vom Clausewitzschen Verständnis des Krieges als einem Aufeinandertreffen zweier voneinander unabhängiger Willensmomente ausgegangen. Aber die Begriffe Strategie und Wille oder Wollen können und sollen weiter gefasst werden. Gerade in unserem Panel Strategie, Medizin, Biologie, Biotechnologie, Biogenetik werden eine ganze Reihe von völlig unterschiedlichen Aspekten zur Strategie beleuchtet werden. Die Akteure im jeweiligen Fachgebiet in Staat, Gesellschaft und Gesundheitswesen und Wissenschaft werden das aus ihrem Blickwinkel beleuchten. Gemeinsam aber ist jedenfalls die Notwendigkeit einer strategischen Zielsetzung in allen diesen Gebieten. Und das bedeutet der Umgang mit Gewissheiten, Annahmen, Chancen und Risiken, ebenso wie der Umgang mit dem Ungewissen der künftigen Rahmenbedingungen. Wenn wir von Strategie sprechen, geht es dann insbesondere um den letzten Punkt, denn der ist entscheidend. Der Kern der Strategie besteht darin, sich auf das Ungewisse der Zukunft besser vorzubereiten als potenzielle Gegner unserer Zielsetzung. Dazu muss festgelegt werden, wo wir unsere strategischen Erfolge suchen und welche Potenziale wir dazu entwickeln und trainieren wollen. Potenziale entstehen aus dem Zusammenspiel von Möglichkeiten und Fähigkeiten. Damit kommen wir zur anderen Abgrenzung der Strategie, ihrer Abgrenzung zum Operativen. Wenn es darum geht, vorhandene Potenziale zu nutzen, handeln wir operativ. Wenn es darum geht, Potenziale zu entwickeln oder zu erwerben, handeln wir strategisch. Potenziale zu entwickeln und zu erwerben erfordert Ressourcen. Hier kommt aus meiner Sicht der entscheidende Unterschied von Wünschen und Wollen zum Tragen. Nur ein kurzes Beispiel. Die Weltgemeinschaft will eine Seuche, sagen wir Masern, ausrotten und das seit vielen Jahren. Das Ziel der Weltgesundheitsorganisation ist einvernehmlich festgelegt. Aber will die Weltgemeinschaft das wirklich oder wünscht sie sich nur die Ausrottung? Weil die zur Verfügungstellung von logistischen und finanziellen Ressourcen ist, wie wir sehen, völlig unzureichend. Und so könnte man dieses Thema noch weiter fassen. Ich möchte kein Co-Referat halten. Wir haben hervorragende Panelisten diesmal. Ich freue mich, dass Dr. Philippa Lenzos wieder zu uns gekommen ist, Herr Professor Dr. Iskert von Kodolitsch, Oberstarzt Dozent Dr. Klaus Stefan Wolf, Herr Professor Kunze und Professor Magister Rüdiger Stix und Professor Gutmann werden jetzt die Vorträge halten, in dieser Reihenfolge, wie sie auch auf unserem Programm draufstehen. Und ich darf als Erste Frau Dr. Philippa Lenzos vorstellen. Please, Dr. Lenzos. Dr. Lenzos is the Senior Research Fellow at King's College in London, where she has a joint appointment in the Department of War Studies and the Department of Global Health and Social Medicine. She is an Associate Senior Researcher within Armament and Disarmament Program at the Stockholm International Peace and Research Institute, CIPRI, and so on. She is a biologist and social scientist by training. Dr. Lenzos spent the first 10 years of her career at the London School of Economics and Political Science. In 2012, she moved to King's College. And
Now I'm really happy that she will have our first presentation. Please, Dr. Lenzers, the floor is yours. So. This is your first. That's right. Slide. It's only with these arrows. Yes, please. Thank you very much. Thank you so much. Hello, everyone. Thank you for that very warm and extensive introduction. And thank you for the invitation to come and speak to you again. I'm so pleased to be here. It's also nice to be in the slightly more intimate, smaller setting, even if it is a little hotter than the room next door. So the question that I will speak to today is really about how contemporary developments in the field of the life sciences and within biotechnology are affecting or shaping potential future biological threats. Now, as we see in a lot of other emerging fields, cyber, AI, robotics, there are a number of emerging fields. And as we're seeing in those fields, the advances in science and technology that are progressing are presenting significant security challenges for the field of biology specifically. But where the biological field is substantially different from the other fields is in its unusual position of already having a categorical ban in place on the development of biological weapons. But concerns about these weapons have endured, and they're now escalating. So we're getting more worried about biological weapons. And what I'll do is in the next 10 minutes or so in which I was asked to speak is to talk you through some of the technical as well as some of the political developments that are underpinning those concerns. And I'll try to do some new thinking about how I think the international security policy community should respond to those developments. So a major source of the growing concern about future biological weapons, about the future biological weapon threat, stems from scientific and technical advances. And so I've tried to capture that in the slide behind me. So to remind ourselves and try to talk you through this slide, biological weapons are composed of two parts, essentially. One part is the agent, which you can see on the left-hand side. And then the second part is the delivery mechanism. Right, so that's essentially what the components of a biological weapon are. These two components differ tremendously, which is why biological weapons come in many different shapes and forms, and often also why, when I say biological weapon, no immediate image pops into your mind in the same way as it would if I said chemical weapon or a nuclear weapon. You'd have an image in your mind when I say that, when I say biological weapon. No image pops into your mind, and that is really because there are so many different kinds. They may look so different, and they take many different shapes and have very many different effects. So that's essentially what a biological weapon is. And what we're seeing is that advances in science and technology are affecting both of these two components of a biological weapon. So what more specifically is going on here? Well, let's look at agents first. So the key thing that's going on here is that the toolbox to modify genes and to modify organisms is expanding at a staggering pace. And that's making it easier to produce increasingly dangerous pathogens. What that means is disease-causing organisms, pathogens, can now be modified. And the way in which we can modify them, we can adapt them, change them in the laboratories, is
by increasing their virulence. We can expand their host range. We can increase their transmissibility. We can enhance their resistance to therapeutic interventions. So in short, we can make dangerous pathogens are more dangerous. And we can also potentially modify what are currently low-risk organisms to become high-risk organisms. So we can modify existing pathogens. We can modify the dangerous bugs that we've already got, the dangerous viruses and bacteria that currently exist in nature. Scientific advances are also making it theoretically possible to create entirely novel biological weapons by synthetically creating pathogens or synthetically creating extinct pathogens. So we can create things that are already in nature synthetically in the lab. We no longer need access to actual pathogens. We can synthetically create them in the lab, or we can recreate things that have been in the past but no longer exist. Smallpox is the obvious example here. We could potentially, but this is a little bit of a stretch, create entirely new organisms, often referred to in the literature as superpathogens, where you imagine taking, for instance, some of the characteristics of Ebola and mixing them with anthrax and with smallpox, as a kind of completely random example, but you get the idea. Superpathogens, bringing characteristics together from different organisms. So those are some of the things that are happening on the agent side. Now, if we shift our focus to the other side of the slide, to targets, we're seeing that new biological weapons could potentially enlarge the target of biological weapons from aiming just to cause disease to aiming to directly target the immune system, potentially, or to directly target the nervous system, directly target the genome, or directly target the microbiome, which is essentially all the bacteria we have in our stomachs or in our guts. Biological weapons don't just affect humans, of course. New biological weapons could, for instance, weaponize gene drives, and that could then rapidly and cheaply spread harmful genes through both animal and plant populations. So far I've highlighted what developments in biology might enable. There are developments in other emerging technologies that I briefly mentioned in my opening few remarks. And these are also impacting potential future biological weapons threats. And it's worth just flagging what some of these are to get this sort of big overview picture of what is actually happening in terms of biological threats. So we've got a number of developments in artificial intelligence and machine learning. And these could, for instance, speed up the identification of harmful genes or DNA sequences. Artificial intelligence and machine learning could also potentially enable much more targeted biological weapons that would harm specific individuals or groups, or groups of individuals that based on their genes, based on their prior exposure to vaccines, or based on these individuals or groups' known vulnerabilities in their immune system. This has been referred to previously as ethnic weapons. It's not a good term for it, but it's the same concept, right? So big data and cloud labs. Cloud labs are completely roboticized labs for hire. So you can access a wet lab online, essentially, starting out in California, as so many of these things do. These big data, together with these cloud labs, are facilitating the process by massively scaling up experimentation and testing, which are significantly shortening the design, test, build timeframes of genetic engineering and improving the likelihood of obtaining specificity or producing desired biological functionality. So what that means essentially is
robots and artificial intelligence is helping do a lot of the wet work, a lot of the experiments of genetic engineering. Now, there are other developments in other areas that provide new or easier ways to deliver pathogens. And here we come to that second component of what a biological weapon is. So nanotechnology, for instance, could potentially create aerosolized nanobots that disperse lethal synthetic microbes or chemical biological hybrids through the air, or in vivo nanobots inside our own bodies that could then release damaging payloads inside our bodies. Aerosol or spraying devices attached to swarms of unmanned aerial vehicles or drones could be another potential means to disperse biological agents, and additive manufacturing or 3D printing, as many of you will know it by, could circumvent barriers imposed by national export control systems on controlled lab equipment or dispersal devices. So there's a lot going on in the fields of science and technology that impact on potential biological threats. Now, what are the key things that that all means for us? I want to highlight four key things that this means in terms of security. Well, it means that it's easier to misuse the science for a larger group of people. More people have access to this kind of technology. Secondly, it means that our vulnerabilities or our attack surfaces, to borrow a term often used in cyber, is that our vulnerabilities are becoming greater. Our attack surfaces are becoming greater. It also means that the gray area between permitted defensive biological activities and prohibited offensive biological activities is becoming greater. That this gray zone is expanding between what's legitimate and what is prohibited. And that is of particular concern because we're seeing an increasing amount of biodefense programs developing globally. And finally, the final thing I want to highlight what this means or what this concern is, what some of these concerns are for security, is that it's becoming harder, or in fact even harder, to detect and attribute biological weapons use. Now, I don't want my message to be all doom and gloom. I'm not a technological determinist, so I don't believe that technology is in control of us. Science and innovation takes place in a social context. I think that's a really important message to get across. So while obviously the technical side of things is hugely important, I believe we need to emphasize how the choice, how the design, and how the deployment of technologies require moral and political choices. We have the power to influence and shape these choices, right? The unfortunate thing is that the global political context isn't all that great right now. You're all very aware of this, of course. We've talked about this for the last couple of days. But let me point out the things that I think are particularly important in the biological context. First is the increased worldwide militarization, with global military spending at an all-time high since the fall of the Berlin Wall. The unrestrained military procurement and modernization is creating distrust, and it's exacerbating tensions between states. Second, in the biological field, the proliferation of increasingly sophisticated biodefense capacities, both within and among states, can lead nations to doubt one another's intentions. And these sorts of doubts could potentially result in bioweapons capabilities and ultimately bioweapons use. Another facet of the political backdrop is the increasingly multipolar world in which rising powers view the use of force, the post-war rules-based international system, human rights, and justice differently to how we have been interpreting it so far.
and rising powers appear to be actively seeking to undermine the established order. This also impacts on biological weapons. Significant non-state actors, from the private sector to foundations to super-empowered individuals, are also wielding a growing influence over world politics and decision-making processes, and have unprecedented technological opportunities to carry out attacks and disrupt societies, including in the biological field. And the repeated use of chemical weapons on the battlefield and against civilians, particularly in Syria, is significantly undermining the Chemical Weapons Convention, and there are many who are concerned that these activities will also spill over into the biological field and undermine the norm against biological weapons that's enshrined in the Biological Weapons Convention. So considering all of this, how can the international security policy community continue to devalue biological weapons as a military option? Well, this is my take on it, and let me talk you through it. So international law is the international community's fundament. And in the biological field, the BWC, the Biological Weapons Convention, is foundational. But on its own, it's not enough. And it is the additional layers that we need that I'm trying to visualize in this slide. So let's take this one piece at a time, beginning with the Biological Weapons Convention. On the whole, the convention is not doing too badly. There's been no known use of biological weapons since the treaty was established in the early 1970s. No states are currently accused of maintaining biological weapons programs, offensive biological weapons programs. And the treaty now has 182 member states, and it continues to gain membership. So that's good, right? But the Biological Weapons Convention and its norms need to be reinforced, and they need to be evolved. We need new working practices. We need new stakeholders involved in the discussions. We need a science advisory board. We need new mechanisms for building trust and managing perceptions of intent in biodefense. And we need guidelines on biological research with high misuse potential. So there's a lot of stuff we can do to make the Biological Weapons Convention better. But to be fit for the 21st century, biological arms control also requires new thinking about the structures and the actors that are involved. And one way would be for a group of states to champion responsible bioinnovation. We're already seeing some states stepping up to this. Some of the initiatives by Foreign Minister Heiko Maas was talked about yesterday, for instance. He's done a fair bit of work in this field to encourage work on emerging technologies, including on the biological field. In fact, the picture that you had of me in the introduction, what was cut out of that picture was half the other, was the other side of the team and Heiko Maas standing next to us and talking about some of the work that needs to be done in the biological field on this. So supplementing these champion states, essentially, you could develop, for instance, a network of influence. And what I mean by that is exceptional individuals from business, from academia, from science, from politics, from defense, from civil society, and from international organizations that would act as a board of trustees, essentially, to oversee developments in science, business, defense, and politics that are relevant to biological threats and decide on concerted cross-sector actions. I don't think it's enough, and it doesn't work in today's context to have states be the only actors at the table. We need to enlarge the space of who is at the table making decisions. And this sort of network of influence or this global board of trustees would be one way of doing that. I would see this board of trustees,
these exceptional individuals be complemented by a second layer of exceptional individuals and select institutions to act as sentinels. I would see these sentinels as having dual functions. So on the one hand, they would actively promote responsible science and innovation. And on the other hand, they would identify particular security risks for consideration by that larger board of trustees. These new governance structures could be supplemented by various initiatives, such as an initiative on AI and big data, to establish a new type of transparency, new type of confidence building and compliance assessment with the Biological Weapons Convention, and to support the prevention and management of any biological weapons use. So that, in brief, is essentially what I wanted to tell you. I've told you a little bit about the science and technology, some of the technical developments. I've told you a little bit about the political developments that are shaping biological threats. This slide is my suggestion for one way, of a big picture way, of how I think the international security policy community needs to respond. I'm very keen to hear your thoughts about potential other structures and other actors that would need to be involved. But for now, I'll leave it at that. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Dr. Lentzos, for your excellent presentation. Are there any questions? Please, Professor Kunze. Might come show compliance with international law. But how about, of course, you don't have an answer yet, with all the terror groups or whatever people. And bringing one example, my hobby horse, I was once a microbiologist, is monkeypox. Mm-hmm. Because monkeypox is still there, you don't have to create another monkeypox, and 50% of the population are not protected because they're not vaccinated anymore. And for that, you don't need the virus even. If you send out in Austria 1,000 letters saying this letter contains monkeypox virus, people fear pox and monkeys, okay? The perfect terror weapon. Of course, you don't have a real answer solution to the problem, but my point was it's not only the nations, the states who have to comply, but how to get control of the others. May I respond to this, or would you like to collect a few questions? Okay, yes. Thank you very much. Yes, you're quite right. My focus was firmly on states here and not much on the terror groups. And there is a legitimate reason for that. Because from my perspective, when we're talking about sophisticated science, it doesn't make sense to mix that with amateur terrorists. Because the science is so sophisticated, it can also be difficult to do for very reputable institutions and scientists that have long careers in doing this sort of stuff. So I think what we're concerned about are high impact threats with sophisticated biological weapons, the right actor to focus on is states, and if not states, then groups that have sustained funding, that have a number of different kinds of expertise within them. Often these will be groups that are then state-supported, right? They have to have this over a long period of time. So that's one aspect, I think. If we're talking about sophisticated, high-impact threats, I think the concern is primarily about states. That's not to say that there's no concern about terrorism. I think if we're talking about the terrorism threat, we are more worried about low-impact casualties, or numbers of casualties that are much lower than what we would see if there was a sophisticated bioweapons attack from a state actor. That's not to say necessarily it's low impact, because the psychological impact, of course,
And your example of monkeypox is a good example here. Monkeypox is, of course, related to smallpox, as is horsepox, which is another case we had earlier this year showing that you can synthetically create horsepox in the lab. Again, what that example points to, though, is that it's quite tricky to do. And so the actor that we would be looking at there would be of a more sophisticated nature, right? But that's absolutely not to discredit or discount the terrorist threat, which there is one. But if we are talking about terrorist threat, I think the casualty levels that we're talking are much more reduced than if we're talking about sophisticated actors. And if we look at traditional choice of terrorist, it is, of course, something that goes boom and has an immediate impact, not something that we're still, after 2-3 weeks, trying to figure out if there has been an incident or trying to match up cases that's going around. There is nothing for a group to then point to and say, that was us, you know, and this is our agenda. Absolutely. Thank you very much. Is there another question now? Then we hand over to our next, zu unserem nächsten Vortragenden, Herrn. Ich freue mich, Ihnen Herrn Professor Iskert von Kodolitsch vorstellen zu dürfen. Bitte, Herr Professor. Ich muss nur ganz kurz schauen, wie man da. Herr Professor von Kodolitsch ist Kardiologe im Universitären Herzzentrum Hamburg und er ist, kann man wirklich sagen, Begründer der medizinischen Strategie. Als solchen kennen wir Sie bereits seit einigen Jahren. Sie sind ja ein treuer Redner in unserem Kreise, also nochmals herzlichen Dank. Und vor allem, Sie sind stellvertretender Vorsitzender des Clausewitz-Netzwerks für strategische Studien. Und ich habe in den vergangenen Vorträgen von Ihnen sehr, sehr viel gelernt und ich freue mich daher schon jetzt auf Ihren Vortrag. Bitte, Herr Professor. Lieber Professor Habich, vielen Dank für diese wirklich sehr netten Worte. Das Thema lautet Strategie und Wille. Und ich habe gedacht, gut, dann werde ich ja auch hier zum Thema Wille in der Medizin reden müssen. Und in der Tat gibt es in der aktuell betriebenen, in der westlichen Welt betriebenen Medizin schon einen Konflikt von Willen. Man könnte sagen, die Schulmedizin ist zum Tummel- und Kampfplatz verschiedenster Willen geworden und ist ein Gebiet des Konfliktes. Strategie aus ärztlicher Sicht hat eigentlich nur ein Ziel, nämlich die Integrität, die Funktionsweise, den Auftrag und die Funktion der Medizin selbst zu verteidigen und sozusagen am Leben zu halten, auch gegen andere Willen, die anderes bewirken. Was ich hier mache, ist eine Strategieanalyse, in der ich verschiedene Akteure in ihrem historischen Auftreten und in der Richtung ihres Willens analysiere, um quasi zunächst mal eine strategische Studie vorzulegen, mit der wir dann im Weiteren uns über Strategie in der Medizin unterhalten können. Also, wir fangen damit an, zunächst einmal die Aufgabe der Medizin klarer zu definieren. Es ist ganz klar, jede Gemeinschaft, ob ein Volk, ob irgendwelche Bantus irgendwo in Afrika oder sonst wo, jede Gesellschaft hat irgendjemanden, der in der Lage ist, bei Krankheit zu helfen. Das ist eine Funktion, die in jeder Gesellschaft erforderlich ist und die in jeder Gesellschaft als schützenswert empfunden wird. Also geht es in der Strategie nur noch darum, genauer zu erklären, was Hilfe bei Erkrankung ist und worum wir als Ärzte denn eigentlich kämpfen wollen und müssen. Zunächst einmal gibt es in den Zielen der Medizin oder in der Aufgabe der Medizin eine körperlich-somatische Dimension. Das sind die somatischen Ziele. Das ist sehr einfach beschrieben. Nichts anderes, als dass wir in der Lage sind, eine Diagnose zu stellen, eine Krankheit auszuschließen, nachzuweisen oder im Zweifel bei Vorliegen zu spezifizieren. Zweitens, eine Therapie im Sinne von Prävention, Heilung, Verlangsamung des Progresses einer Erkrankung oder Milderung von Erkrankungen anbieten zu können. Und drittens, dort, wo wir nicht den Verlauf der Krankheit mehr beeinflussen können, den Menschen dazu zu bringen, sich an die Krankheit anzupassen oder Kompensation von Krankheitsfolgen zu betreiben. Das sind die somatischen Ziele der Medizin auf den Punkt gebracht.
Es gibt aber auch eine seelische Dimension, die ich als ärztliche Haltung bezeichne. Im Prinzip, im Wesentlichen, eine Haltung des Arztes gegenüber dem Patienten. Diese seelische Dimension ist in der materiellen Bezug, würde man von einem Arzt erwarten, dass er bewahrt und erhält und nicht ein destruktiver Mensch ist. In der sozialen Dimension würde man erwarten, er ist menschenfreundlich, geht mit anderen, insbesondere Patienten, empathisch um. Deswegen ist der Charakter eines Arztes als Zyniker unvorstellbar. In der Sinndimension muss es so sein, dass Ärzte Optimisten sind, sinnerfüllt sein, sind und nicht Sinn leugnen, also keine Nihilisten sind. Das ist die seelische Dimension der Medizin und wir haben letztlich eine geistige Dimension, die sich an den Werten der Medizin orientiert. Diese Werte der Medizin sind im Prinzip ethische Prinzipien, Achtung vor der Autonomie des Patienten, nicht schaden wollen bei der Therapie, Gutes tun, eben im Sinne von Hilfe leisten bei Erkrankung. Und als viertes wird in der Literatur auch genannt, die Gerechtigkeit. Wir können als Ärzte natürlich nicht eine ganze Gesellschaft ruinieren, nur für unsere therapeutischen Zwecke. Also diese drei Dimensionen sind die Zieldimensionen des Ärztlichen, die wir immer zu verteidigen haben. Klassische Medizin ist hippokratische Medizin und ich zeige Ihnen kurz das Dilemma der hippokratischen Medizin. Hippokrates war zwar der Erfinder der letztlich wissenschaftlich begründeten Medizin, er hat das Prinzip der Prophylaxe, an welchem Ort lebe ich gesund oder weniger gesund, esse ich richtig und so weiter, und das Prinzip der Prognose erfunden. Er hat sozusagen aus einem Scheinungsbild eines Patienten eine Prognose ableiten können, sagen wollen, Mensch, du wirst das überstehen oder Mensch, mach dein Testament. Also Prognose, Prophylaxe und Wissenschaftlichkeit waren die Eckpfeiler hippokratischer Medizin von 460 vor Christus bis im Grunde genommen Anfang des 19. Jahrhunderts. In der seelischen Dimension war es eine Selbstverständlichkeit, Zuwendung, Vertrauen, Empathie mit dem Patienten zu haben. Und es ist berühmt, der hippokratische Eid, wo die moralischen Prinzipien der Ärztlichkeit für immer im Grunde genommen seit ihrer Niederschrift für uns formuliert worden sind und damit auch vorbildlich sind. Aber das Paradox dieser Medizin war, dass sie therapeutisch nihilistisch war. Das heißt, sie war empathisch, sie war moralisch, aber sie konnte im Einzelfall für den Patienten nichts tun, weil es keine kausalen Therapien gab. Das genau ändert sich mit der modernen Medizin, also das beginnt etwa ab Beginn des 19. Jahrhunderts. Hier ist die Tendenz die, dass wir massive Fortschritte in der somatischen Dimension haben, aber gigantische Konflikte in der seelischen und geistigen Dimension. Und ich werde jetzt sozusagen die Geschichte der modernen Medizin als eine Machtanalyse Ihnen präsentieren. Zunächst einmal trat der Typus des Wissenschaftlers auf. Der Wissenschaftler in der Medizin, hier Robert Koch, als großes, wirklich großes Beispiel genannt, als Entdecker der Kontagiosität und des kontagiösen Agens, des nach ihm benannten Mykobakteriums, Kochsches Bakterium, war die Fähigkeit, exakte Befunde zu erheben und eine Ätiologie von Erkrankungen zu machen, also die Ursache von Erkrankungen klar zu benennen und Krankheiten entlang dieser Ursächlichkeiten auch taxonomisch zu ordnen. Arzt und Patient hatten jetzt aber plötzlich ein Problem. Es war nämlich so, dass wir als Ärzte nicht mehr einfach empathisch sein konnten, sondern wir haben gesagt, du leidest zwar, lieber Mensch, aber du hast keine Tuberkulose. Hier steht plötzlich das Befinden des Patienten, das für den Patienten zentral ist, gegen den objektiven Befund. Und daraus entstehen immer wieder, jeden Tag, wenn Sie Patienten betreuen, Konflikte. Und Sie haben nicht nur in der Dimension Arzt und Patient, in der seelischen Dimension der Medizin, ein Problem, sondern Sie haben plötzlich den Wissenschaftler, der uns Ärzten als Pragmatiker, wir wollen heilen, wer heilen hat, wer heilt, hat recht, plötzlich sagen, was machst du da? Du hast ja gar keine Diagnose und therapierst trotzdem. Machen wir immer, tagtäglich. Evidenzbasierte Medizin diffamiert uns dafür. Der Konflikt zwischen Epidemiologen und Klugscheißern und dem Pragmatiker der Medizin. Auch ein täglicher Konflikt. Das geht so weit, dass uns Behandlungen, die auch erfolgreich sind, deshalb nicht bezahlt werden, weil wir nicht
wissenschaftlich zeigen können, dass es Studien gibt, dass diese Behandlung auch funktioniert. Der einzelne Patient geht's gut, aber wir haben keine Studien. Also hier auch ein Konflikt gegen objektives Wissen, gegen Intuition. Das nächste in der Entwicklung war im Grunde genommen das Auftreten des Politikers. Und hier ist sicherlich Otto von Bismarck eine der ganz, ganz großen und bedeutenden Figuren, zumindest in der deutschen Medizingeschichte. Was hier nämlich passierte, war, natürlich aufgrund militärischer und produktiver Interessen, hatte man gesagt, wir brauchen diese Krüppelbevölkerung, die wir haben, unterernährt, krank und schon als Kinder in Kohlegruben halb tot. Die können nicht mehr kämpfen, die können auch nicht mehr wirklich arbeiten. Damit werden wir unseren Nationalstaat nie nach oben bringen. Das waren die grundlegende Erkenntnis, die zur Sozialmedizin, Sozialgesetzen, zu Hygiene und besserer Versorgung der Bevölkerung geführt hat. Ein riesiger Fortschritt. Wahrscheinlich war nichts in der Geschichte der Medizin, was das Überleben und die Lebensqualität von Menschen angeht, so bahnbrechend wie genau diese Sozialgesetze. Das muss man sich verdeutlichen. Das heißt aber auch, jetzt plötzlich Arzt und Patient haben ein anderes Verhältnis. Zwar wurde der Arzt in seiner Rolle extrem aufgewertet, die Entstehung der ärztlichen Profession fällt in diese Zeit, aber im Gegenzug war der Arzt plötzlich auch Staatsdiener mit Loyalität als Gatekeeper gegenüber dem damals ja immer staatlichen Krankenhäusern. Fast immer staatlich, das stimmt nicht ganz. Und wir haben hier plötzlich einen Loyalitätskonflikt, nämlich die individuellen Bedürfnisse eines Patienten versus Staatsinteresse. Natürlich wurden Patienten gegroundet, weil sie geschlechtskrank waren, wurden in Quarantäne gesteckt und so weiter und so fort. Alles Sachen, die der Patient bestimmt nicht wollte. Der Arzt musste es tun. Er war plötzlich Staatsdiener und nicht mehr allein dem Patienten verpflichtet. Arzt versus Staat, gleiches Problem. Natürlich hatten wir Autonomie bekommen als Profession, aber die Reglementierung, die Festlegung, wer darf überhaupt ärztlich praktizieren, wann darf er es tun und unter welchen Bedingungen, wann darf er Wissenschaft machen, was für Experimente darf er tun, unter welchen Bedingungen. Also hier auch eine Explosion der Regularien. Völlig in Ordnung, aber natürlich ein Konflikt. Die nächste Stufe dieser historischen Entwicklung war die im Grunde genommen der Technisierung der Medizin. Ihnen ist aufgefallen, dass wir bislang immer noch keine Therapie hatten. Die Therapie kam erst sehr spät. Das fing an letztlich mit den Antibiotika. Also zunächst einmal eine pharmakologische Revolution. Plötzlich konnten wir Bakterien nicht nur unter dem Mikroskop sehen, wir konnten sie auch mit Medikamenten umbringen. Das war bahnbrechend. Und nachdem wir die Pharmakotherapie hatten, hatten wir auch die Chirurgie. Das hat sich teilweise parallel entwickelt und war auch teilweise älter. Aber mutatis mutandis ist das so richtig. Und später dann die Intervention, also kathetergestützte Verfahren. Und ich habe hier Andreas Grünzing als den Helden der Kardiologie, der im Grunde genommen die Aufdehnung von Koronargefäßen durch die Haut ermöglicht hat und damit Bypassoperationen und sowas erspart hat. Also eine bahnbrechende Revolution. Aber plötzlich wird der Arzt zum Technokraten und zum Techniker, zum Ingenieur am Werkobjekt Mensch. Und plötzlich verlangt der Arzt, erstens tut er dem Patienten weh, quält ihn, der kommt schon rein, wir sagen guten Tag, da liegt schon die erste Nadel, wenn die schief liegt, tut's weh, ja, und dann kommen unangenehme Wahrheiten und dann heißt es noch, so, und wenn Sie jetzt nicht das und das machen, dann brauchen wir gar nicht anzufangen. Also plötzlich gerät der Patient unter das Diktat des Arztes als technokratisches Diktat. Auch das sehr unangenehm. Und wenn jetzt plötzlich eine Therapie nicht funktioniert, dann sagen wir, ja, der Patient war non-compliant, der hat also nicht gemacht, was wir sagen, dieser Lümmel. Ja, und dann kriegt dieser arme Mensch als Therapieversager, so wird das dann bezeichnet, dann auch noch von seinen Angehörigen einen auf die Nuss, weil er nicht gut genug mitgemacht hat und so weiter. Also das ist eine ziemlich üble Angelegenheit für den Patienten und wie gesagt, der Arzt reduziert sich in seiner Rolle immer mehr auf den Technokraten. Arzt versus Industrie, ein Riesenthema. Plötzlich entstehen neue Techniken, die in den Gesundheitsmarkt gedrückt werden sollen, so aus industrieller Sicht. Der Arzt als der Einzige, der das auch machen darf, ist jetzt natürlich in dem Interessenkonflikt. Okay, da steht jemand vor der Tür, der ist total nett, der hat ein neues Verfahren für mich, ich kann hier der Held sein, First in Man irgendwas Prozedur, ich bin plötzlich in der Zeitung, kriege noch einen Batzen Geld dazu, aber ich muss jetzt einen Patienten nehmen, der eigentlich gar keinen Bock darauf hat. Ja, also ich will nur sagen, hier entsteht dann, und das sind Interessenkonflikte, die massiv sind, ich habe das hier ein bisschen runtergespielt, aber diese Form der Korruption durch die
das Interface industrielle Interessen gegen ärztliches Handeln ist ein riesiges Thema in der Schulmedizin. Gut, was dann noch dazu kam, und das ist im Grunde genommen die Taylorisierung des Krankenhauses. Das kam auch erst später. Und zwar ist es so, dass Krankenhäuser immer mehr zu einer Massenorganisation werden, in der am Tag unsere Notaufnahme, da geht jeden Tag ein halbes Dörfchen durch, locker. Das sind Hunderte von Menschen, die wir da jeden Tag betreuen. Das sind im Jahr ein paar Tausend, eine Kleinstadt. Und, Entschuldigung, ich habe mein Telefon nicht abgestellt. ja, klar, der Kollege weiß nicht, dass ich nicht da bin, das ist müde. Gut, Entschuldigung, also Massenversorgung. Und hier wird plötzlich, um Krankenhäuser in der Lage zu halten, so etwas zu leisten, die Taylorisierung der Abläufe gefordert. Also es ist nicht möglich, dass jeder Patient ein Einzelstückchen, Werkstück ist, sondern wir bauen Montagestraßen. Der einzelne Arzt, der sieht den Patienten nur noch zum Blutabnehmen und vielleicht zur Aufklärung. Dann gibt es jemanden, der rammt in den Herzkatheter rein und die Schleuse wieder raus. Nee, nicht mal, auch Schleuse macht man auch schon nicht mehr. Aber macht alles einzelne Schritte, in denen sozusagen der Patient, der sieht 20 Ärzte auf dieser Montagestraße, es geht das Gefühl verloren von Kohärenz und Zuständigkeit. Und genau das ist sozusagen auch der Konflikt Arzt und Patient, Werkstück gegen Mensch. Und der Arzt wird jetzt zum Knecht des Managements. So wie das mit den Arbeitern in den Stahlwerken ein Jahrhundert vorher passiert ist, passiert das jetzt mit uns. Wir werden zu Knechten des Managements. Freiheit der Entscheidung versus Standardvorgaben. Ein riesiges Problem in jeder Klinik. Wir haben keine Zeit mehr, alles nur noch zack, zack. Wenn es nicht sofort gemacht werden kann, hat der Patient verloren. Gut, der nächste Schritt ist der der Vermarktlichung. Es ist so, dass die Medizin durch ihren technischen Fortschritt so teuer geworden ist, dass die Investition von einem mittlerweile lahm und unwillig gewordenen Staat, der gar keine Produktivkräfte mehr braucht, der auch keine Krieger mehr braucht, dass dieser Investitionswille lahmt und nicht mehr, auch finanziell, gar nicht mehr geleistet werden kann. Mit anderen Worten, und das ist genau das, was wir erleben seit spätestens der Jahrtausendwende, dass sich der Staat auf die Suche nach Investoren macht. Damit jemand so beknackt ist, in so ein marodes Unternehmen wie ein Krankenhaus zu investieren, was ja eigentlich gar keinen Gewinn abwerfen kann, muss ein Renditeversprechen her. Das lag in der Einführungszeit bei 10%. Sensationell. Gucken Sie sich mal an, wie Gesundheitsmarkt gegen andere Märkte, da sind überall Blasen und Krisen, Medizin immer nur noch mehr Gewinne, noch mehr Gewinne. Ja, also ein super Investment, aber Geld kriegt man nicht geschenkt, wie Sie wissen. Und hier ist sozusagen Milton Friedman vielleicht als derjenige zu nennen, der das am gewissenlosesten vorangetrieben hat, nämlich die Idee des Shareholder Values. Wenn ich jemandem Kohle gebe, damit der was für mich machen darf, dann habe ich alle Rechte an dem, was da passiert. So auch im Krankenhaus. Also der Anspruch, ihr seid mein Besitz, Ärzte, Patienten, alles inklusive, und ihr werft gefälligst für mich auch entsprechend Gewinne ab. Das führt natürlich dazu, dass Ärzte tatsächlich jetzt zu Knechten des Investments werden und rapportieren müssen, warum haben wir denn heute nur 20 Patienten gesehen, wo wir doch vereinbart hatten, dass wir 30 sehen wollen. Was haben wir denn vor, das nächste Mal zu machen, damit das nächste Woche besser wird? Warum ist es denn jetzt nicht besser geworden? Das sind Gespräche, die Chefärzte heute in Privatkliniken führen. Und wenn sie das 2 Jahre lang erfolgreich gemacht haben, dann sind sie nicht nur ihre Boni los, sondern auch ihren Job. Mittlere Verweildauer eines Chefarztes in einem deutschen Klinikum im Schnitt 2 Jahre. Hire and fire. Das ist brutal. So, also hier haben wir plötzlich auch sozusagen eine Gewissensrolle des Arztes, einmal Shareholder Value, einmal Patient. Gut, wenn wir das zusammenfassen, dann werden wir einsehen, dass die Erfolge in der somatischen Dimension der Medizin atemberaubend sind. Wir werden aber auch verstehen, dass es eine tiefe Misstrauenskrise zwischen Arzt und Patient gibt. Und wir verstehen auch, dass externe Machtakteure den Arzt massiv bearbeiten und verführen. Und Ärzte lassen sich auch verführen, sind keine Götter in Weiß, tragen noch Weiß, meistens grün oder blau. Aber wenn sie Weiß tragen, sind sie trotzdem keine Götter, sind verführbar, viele auch korrumpierbar, ist so.
Also das erodieren auch ärztliche Prinzipien, also in der geistigen Dimension der Medizin. Und hier fällt mir jetzt ein Satz ein, das war Taufspruch meines Sohnes, der jetzt heute Abiball hat, deswegen muss ich leider auch früher weg. Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Das kann man, glaube ich, für die Medizin in dieser biblisch fundamentalen Weise auch fragen. Und ich glaube, Sie haben verstanden, dass ich nicht der Mensch bin, der sich in Trauer hüllt und sagt, so ist es, schauen wir, was kommt, sondern Strategie ist eben jenes Genre, wo man sein Schicksal in die Hand nimmt. Ziel sollte also sein, nicht nur Erfolg in der somatischen Dimension, sondern Erfolg in allen drei Dimensionen. Wie kann man das machen? Bevor wir einen Schritt tun, brauchen wir das, und da sind wir bei Clausewitz, unserem Schirmherrn, zumindest im Clausewitz-Netzwerk für strategische Studien. Ich zitiere, Einheit des ärztlichen Standpunkts, er hat natürlich nicht ärztlicher Standpunkt gesagt, es ist überhaupt nichts so wichtig im Leben, als genau den Standpunkt auszumitteln, aus welchem die Dinge aufgefasst und beurteilt werden müssen und an diesem festzuhalten. Denn nur von einem Standpunkt aus können wir die Masse der Erscheinung mit Einheit auffassen und nur die Einheit des Standpunktes kann uns vor Widersprüchen sichern. Ich hatte Ihnen im Intro die Grundpfeiler der Einheit eines solchen Standpunktes genannt, indem ich Ihnen die drei Dimensionen von medizinischem Erfolg genannt hatte. Das ist Einheit des Standpunkts. Das haben wir natürlich noch viel, viel weiter ausdekliniert. Das ist hier nur die Oberfläche. Aber Ihnen ist klar, was die Richtung ist. Es ist medizinische und logische Authentizität unseres Tuns. Und die müssen wir zunächst einmal in den eigenen Reihen herstellen. Zumindest die klare Entschlossenheit, genau das zu wollen. Und dann, ich sag mal so, ich sag meinen Kollegen immer, wenn wir es schaffen, uns an unsere Prinzipien zu halten, wird keiner, welcher Akteur auch immer, schaffen, sich dagegen zu stellen. Weil das eine moralische und logische Macht ist, an der keiner vorbeikommt. Gut, was muss man machen? Wir brauchen eine ärztliche Wissenschaft, die eben nicht reine Naturwissenschaft und Biowissenschaft ist, sondern eine ärztliche Wissenschaft, die den ärztlich-hippokratischen Kern unseres Tuns genauer analysiert, das Verhältnis zu externen Machtakteuren auch besser noch ausdekliniert, als das hier in einem kurzen Vortrag passieren kann. Wir brauchen Trennung der Sphären. Es kann nicht sein, dass ein Klinikmanager auf irgendeine Station kommt und da Anweisungen an Assistenzärzte gibt. Das ist etwas, was wir wieder biblisch betrachten können, nämlich da ist Tempelreinigung angesagt. Ja? Jesus treibt die Händler und die Geldwechsler mit einer Geißel aus Stricken aus dem Tempel, stößt Tische um und verschüttet das Geld der Wechsler mit den Worten, macht meines Vaters Haus nicht zum Kaufhaus. Passt doch auf Krankenhaus, oder? Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Damit Krankenhäuser keine Räuberhöhlen werden, müssen wir als Ärzte uns mit klarer strategischer Richtung dafür stark machen. Jesus hat, glaube ich, 10 Tage oder 7 Tage, nachdem er diese Nummer gebracht hat, dann am Kreuz geendigt. So heißt jedenfalls eine Version der Geschichte. Das ist riskant, weil man da natürlich die Axt genau da hinlegt, wo es wehtut. Aber diesen Mut, denke ich, können Ärzte haben. Sie müssen täglich Mut beweisen, wenn sie am OP-Tisch oder sonst wo stehen. Diesen Mut haben wir. Es geht nur um Moral. Das kann man ja wohl durchsetzen. Also, ich fasse zusammen und Schlussfolgere, Aufgabe der Medizin, körperlich, Ziele der Medizin, seelisch, ärztliche Haltung, Geist, moralische Prinzipien, Machtakteure, Wissenschaftler, Politiker, Industrielle, Manager, Investoren, ermöglichen Fortschritt, fordern Seele und Geist der Medizin heraus, Vorschläge, Machtakteure in die Schranken weisen, Trennung der Sphären, Tempelreinigung, Trennung von Mikro- und Makroallokationen, ist ein anderes Thema, habe ich Ihnen hier nicht erläutert. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Professor von Kodolitsch. Sie haben unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Super. Darf ich Sie noch bitten, vielleicht für eine Frage zur Verfügung zu stellen? Ja, natürlich. Dozent Lapin, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Professor. Also sehr interessant und sehr treffend, was Sie gesagt haben. Ich habe die Ehre, als Labormediziner, also als Vertreter eines sehr technologisierten Disziplin für mindestens 15 Jahre
innerhalb der Geriatrie zu verbringen. Also ich war der Laborarzt der Geriater. Und ich muss sagen, gerade in diesem Fach erleben wir einen Paradigmawechsel. Und zwar in allen drei Ebenen, also materiell, sozial und sinngemäß. Ja, also das Ziel der Medizin dort ist nicht die Restitutio ad integrum, ja, sondern Verbesserung der Lebensqualität. Und wir haben mit Multimorbidität zu tun. Das heißt, jeder Patient ist anders. Und die Lebensqualität ist nicht nur, dass er halt besser liegt oder so, das ist da, bekommt es eine irre Sozialdimension und anamnestische Dimension. Und das ist, glaube ich, das Umdenken, das uns alle irgendwie einholt, früher oder später, nicht? Also das ist das, was hier also auch im Raum steht. Ja, also ich nenne das gerne den Tanz ums goldene Kalb. Die ärztlichen Karrieren werden zunehmend über ihr Verhältnis zur Technologie definiert. Wer also die größte OP-Wunde reißt, ist der größte King der Klinik. Wer im Katheterlabor steht und einfach die Menschen durchkathetert, nicht mehr anschließend mit ihnen redet, das ist Zeitverschwendung, Anamnese ist Strafe. So, ja, also die Abwendung auch des ärztlichen Tuns vom Patienten hin zum goldenen Kalb Technologie ist ein Problem. Da müssen wir als Ärzte uns auch an die eigene Nase fassen. Und wir müssen, glaube ich, gerade wenn wir überlegen, was an Technologisierung, Roboting und so weiter auf uns zukommt, wird dieser technologische Hype sowieso an Maschinen abgegeben werden. Das heißt, wir müssen anfangen, uns als Ärzte wieder als ganzheitliche Mediziner zu verstehen und genau wie Sie sagen, das Individuum zu sehen und auf das Individuum einzugehen. Wie viele Leute denken denn so wie Sie? Das Problem ist, dass alle so denken. Also ich stehe mittlerweile vor 500 Leuten, voller Raum mit Ärzten, klatschen, finden das ganz toll. Und dann sagen sie, ja, Kodolich, ist ja alles richtig, was Sie sagen, aber Sie wissen ja, wer soll das denn machen? Es wäre einfach. Und ich erkläre auch, dass es einfach ist und da sagt auch keiner, dass es nicht einfach ist. Aber es fehlt, und da sind wir beim Willen. Ja. Und es wäre nur der Entschluss, es wäre der klare Mut und es wäre wenig Tat. Man müsste, also ich habe da eine ganz klare Blaupause und da habe ich geklaut bei der neoliberalen Revolution. Wenn man sich anguckt, wie die das gemacht haben, die sind ja, ich sag mal, mit einer Schnapsidee letztlich, die haben selbst nicht geglaubt, dass sie Erfolg haben, haben die aber systematisch angefangen, sozusagen Einfluss zu nehmen. Und wie die das gemacht haben, habe ich mir mal genau durchgegangen und gesagt, 1a, genau so muss man es machen. Ja, also man fängt mit Thinktanks an und so weiter und so fort. Da kann man, also Thinktanks sind auch wichtig, auch wenn sie manchmal praxisfern sind, sind sie sozusagen die geistige Brandstiftung, das ist die Führung. Und wir brauchen die Luftherrschaft über die Diskurse, das sage ich immer wieder. Und wenn wir als Ärzte wieder Luftherrschaft über die Diskurse haben, mittlerweile redet ja sonst wer über ärztliche Fragen, nur wir nicht mehr. Das ist eine Lächerlichkeit erster Güte. Ja? Und wie gesagt, die müssen wir uns zurückholen. Und wenn wir das haben und dann noch authentisch sind, dann wird uns niemand stoppen. Das ist so. Aber die Bequemlichkeit, und ich sage mal, das ist auch etwas, was Willen und Verpiepelung, ja? Also dieses Verwöhnen von Menschen, das schlägt immer negativ auf den Charakter. Wenn Menschen einfach von allem haben, ist das schlecht für sie. Es ist leider so. Und das ist bei der Ärzteschaft, muss man sagen, ist das der Fall. Die sind saturiert, viele. Hat mir mal ein Chefarzt gesagt, ja, chronisch, völlig recht, sehe ich genauso. Aber wissen Sie, ich habe einen Nachbarn, der ist Urologe, ja, und der hat eine Frau, die ist, habe ich vergessen, Orthopädin, ja. Sie kommt mit einem Porsche, er mag lieber den Bentley, ja. Die sieht man schon um 16 Uhr zu Hause, mittwochs gar nicht, in der Praxis. Und er sagt, glauben Sie doch nicht allen Ernstes, dass die einen Finger rühren für das, was Sie sagen. Ja, das ist schlecht. Ja. Vielen herzlichen Dank. Das war mir ein Vergnügen. Am Freitag haben Sie ja noch einen Flyer. Ja, ja, ich bin schön. Vielen Dank. Danke sehr. Ja. Unser nächster Vortragender, darf ich vorstellen, ist Oberstarzt Dr. Klaus-Stefan Wolf, Privatdozent, habilitiert in Kriegschirurgie, soviel ich weiß, ja. Obwohl wir Gott sei Dank keine praktischen Erfahrungen, zumindest mit Kriegen haben, in Chirurgie sehr wohl. Dozent Wolf ist der Facharzt für Allgemeinchirurgie und seit einigen Jahren Kommandant des Sanitätszentrums Ost, der größten militärischen Sanitätseinrichtung, die wir im Bundesheer haben. Und, das darf ich auch sagen, und deswegen stehen wir auch hier,
stellvertretender Vorsitzender des Militärmedizinischen Beirats der Wissenschaftskommission unseres Ministeriums. Wenn du mir noch eine Sekunde gibst, bis ich deinen Vortrag gefunden habe. Da ist er schon. Ich habe schon befürchtet, ich hätte ihn gelöscht. Sonst hätte man. Gut. Es gilt das freie Wort. Bitte. Die Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, die Zeit rennt auch schon ein bisschen, ne? Und es sind noch zwei Vorträge. Ich habe schon Sorge gehabt, dass ich nichts mehr zu sagen haben werde nach dem Professor und Kollegen Kodolitsch und nach der Frau Dr. Lenzos. War mir nicht ganz klar, was ich noch machen soll. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar, denn ich habe die Themenstellung des Kongresses scheinbar etwas anders interpretiert und verstanden. Und mir geht es um den Wille. Das heißt der Strategie und Wille und Medizin. Wenn wir den Duden aufschlagen, gibt es mehrere Bedeutungen für Wille. Die sehen Sie alle an der Wand, das ist nicht so wichtig. Aber ein entscheidender Punkt war für mich, für diesen Vortrag, eine Verhaltensweise leitendes Streben als Definition von Wille. Das heißt, ich will, dass ich eine Verhaltensweise bei jemand anderem oder bei mir selber erreiche. Und das wird der rote Faden im Schnellverfahren sein. In der Militärhistorie haben wir Feldherren, die wurden übel oder weniger übel beleumundet durch die Geschichte. Einer war der berühmte Kunktator Fabius Maximus Quintus, Zweiter Punischer Krieg. Der war kein Zögerer. Das, was er aber gemacht hat, er hat Hannibal abgenutzt. Er hat sich keiner Schlacht gestellt. Das war was völlig Unverständliches für die Römer. Wir gehen in die Feldschlacht und wir hauen uns die Köpfe ein. Nein, der hat sich keiner Schlacht gestellt, hat Abnutzungsangriffe gemacht. Im Prinzip ein modernes Afghanistan, halt 217 vor Christus, bis es dann zu den katalanischen Feldern und anderen Schlachten kam. Aber es kam zu einer realen Abnutzung. Beschimpft wurde er als Kunktator. Faktisch war, er hatte einen klaren Willen und eine klare Entscheidung getroffen. Ein anderer militärischer Führer, der bekannt wurde, Konrad von Hötzendorf, Armeechef Österreichs-Ungarns im Sommer 2014. Er wollte schon immer einen Krieg mit dem Balkan. Es kam ganz zufällig, kam das Attentat und er wollte eigentlich noch innerhalb von 24 Stunden seit dem Attentat zuschlagen. Wurde aber hinausgezögert. Im Endeffekt wurde sein Wille umgesetzt. Es wurde angegriffen. Die Folgen waren der erste Teil des großen 30 Years Wars, wie es in England heißt. Wir haben ein Problem. Grundsätzlich sagen wir, auch in der Medizin folgen wir diesem Dogma, der Mensch ist zum freien Willen fähig. Das ist ein Postulat, das wir in der Sozialwissenschaft haben, in den Gesellschaftswissenschaften haben und natürlich als Ausburt des Ganzen in der Rechtswissenschaft mit dem freien Willen zum Vertragsabschluss, der uns in der Medizin auch befolgt. Wir haben aber erhebliche Angriffe auf den freien Willen erlebt, bewusst und unbewusst. Einer, Karl Marx, der sich ernsthaft die Frage stellte, ob das, was wir in unserer Entscheidung machen, nicht nur eine notwendige Selbsttäuschung ist, in Form von uns steuernden wirtschaftlichen Mächten. Und dass unser Wille deswegen gar nicht frei ist. Der zweite, der die Idee des freien Willens ganz intensiv angriff und damit unser grundsätzliches Verständnis von Wille und den Folgen des Willens in die Frage stellte, war Sigmund Freud. Er postulierte, wir sind getrieben durch unsere Triebe. Und die führen dazu, dass wir eine scheinbar freie Entscheidung fällen, unseren Willen manifestieren, aber dass es nicht frei ist. Beide Angriffe in den letzten 150 Jahren waren fundamental, hatten aber noch einen großen Vorteil. Sie gingen davon aus, dass wir diesen mangelnden freien Willen noch selber beheben können. Anders 2008. Die Biologie zeigt uns, wir haben keinen freien Willen. Ich bin jetzt der Chirurg, ja, und nicht der Neurologe. Aber die Forschungsergebnisse seit 2008 und beginnen schon 1981, weisen darauf hin,
Wenn man von einfachsten Versuchsanordnungen bis zu hochkomplexen Versuchsanordnungen Menschen die Hirnströme misst und sie so lange erst einmal daran gewöhnen lässt, dass sie unbeobachtet sind und die ganzen Apparatur nicht spüren. Und in dem Beispiel 2008, da ist es besonders krass hervorgekommen. Man lässt, die Leute können frei entscheiden, die Probanden, welchen Knopf sie drücken wollen. Und sie können es auch entscheiden, ob sie das mit der linken oder rechten Hand machen wollen. Die Hirnströme zeigen, dass es, bevor es zur Willenentscheidung kommt, zwischen 9 Millisekunden bzw. bis zu 7 Sekunden eine Vorausbahnung gibt, eine biologische. Nicht erklärliche, aber 100% reproduzierbar. Soweit zu unserem biologischen freien Willen. Nun zur Medizin und dem Willen. Ohne die Willensbildung seitens des Arztes oder des Patienten kommt es zu keiner Behandlung, weil ich divergierende Interessenslagen habe. Für den Arzt gelten die einfachen Grundlagen: je unerfreulicher aus Patientensicht eine Maßnahme ist, desto bestimmter muss der ärztliche Behandlungswille sein. Das ist völlig klar. Wenn der Patient kommt und er hat eine, das versteht jeder, ja, eine entzündete Gallenblase und hat Gallenkoliken, das tut furchtbar weh, dann wird der Patient einverstanden sein. Wenn der Arzt ihm sagt, wir operieren, wird der Patient das verstehen, weil er einen großen Leidensdruck hat. Das heißt, er hat auch einen hohen Behandlungswillen und wird sich behandeln lassen. Je geringer der Leidensdruck des Patienten, desto klarer muss der Behandlungswille des Arztes sein, um den divergierenden Willen des Patienten zu brechen, um das militärisch auszudrücken. Wir sind heute hier in einem militärischen Setting. Beispiel: ich habe ein Melanom. Das tut mir nicht weh. Es bringt mich um. Aber es tut mir als Patient nicht weh. Erkläre ich das dem Patienten und ich habe nicht den Willen, dem Patienten zu erklären, dass das notwendig ist, dass er operiert wird, dann wird dieser Arzt zu keinem Behandlungserfolg kommen. Da ist das sozusagen die Kehrseite des vorherigen Vortrages. Wenn ich selber deine Entscheidung herbeiführen will, denn nichts anderes macht der Arzt mit der Entscheidung, eine Behandlung, eine Therapie umzusetzen, muss ich auch eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung muss ich auf den Patienten übertragen. Ich muss ihm meinen Willen aufzwingen, militärisch gesehen. Nächstes Beispiel. Aus der Sicht des Patienten: je größer der Leidensdruck ist, desto weniger initialen Behandlungswiderstand habe ich als Zeichen meines freien Patientenwillens. Ich war Skifahren, habe mir meinen Unterschenkel gebrochen, das tut verdammt weh. Also werde ich jede Form der Behandlung, wenn sie plausibel erklärt wird, der Behandlungswillen des Arztes klar ist, werde ich ihn behandeln. Das führt aber auch dazu, dass manche Krankenhäuser extrem schlechte Erfolge bei Behandlungen haben und Ähnlichem. Wenn das Team nicht behandeln will, werde ich keine brauchbare Behandlung erreichen. Das ist in der Empirie völlig klar, wenn wir in die Häuser gehen und das anschauen. Oder auch wenn ich als ärztlicher Leiter manche Abteilungen in meinem Haus anschaue. Es ist aber, geht jedem ärztlichen Leiter so. Es geht aber auch jedem Patienten so, dass er diese Erkenntnisse fasst. Das ist auch der Grund, warum manche Ärzte Erfolg haben oder auch weniger Erfolg haben aus Sicht des Patienten. Wenn der Zug zum Tor ist gleich der Zug zum Therapieren und zum Behandeln fehlt, kann ich meinen Willen nicht auf den Patienten übertragen. Andere Seite des Patienten: je geringer der Leidensdruck des Patienten ist, desto klarer ist der positive Behandlungswille. Es gibt keinen Leidensdruck für Schönheitsoperationen. Der Leidensdruck, ja, aus chirurgischer Sicht. Ja. Wir reden jetzt nicht über die psychiatrische Sicht. Aus seelischer Sicht durchaus, aber aus physischer, physiologischer, anatomischer Sicht gibt es dazu keinen Leidensdruck. Das heißt, der Patient muss seinen Willen, dass er etwas erreichen will, nämlich die Behandlung vom Arzt erkämpfen, muss er einen entsprechenden Willen entwickeln und den auch plausibel präsentieren.
Für einen Arzt gilt also, je geringer die Indikation zu einer Maßnahme, desto größer muss sein Behandlungswille sein und damit die Energie, die er aufbringt, um sein Gegenüber zu überzeugen. Beim Patienten ist es ähnlich. Die Patientenaufklärung, also the written consent, dass ich behandelt werde, ist eine in Form gegossene Willenserklärung. Diese Willenserklärung ist aber nicht so frei, wie wir schon dargestellt haben. Das ist also eher, bis es zu diesem Unterschreiben kommt, ein Gefecht um den freien Willen, beziehungsweise von irgendeinem der beiden Akteure eine Unterwerfung am Ende. Es geht, ich betrachte das rein aus dem Punkt des Willens. Was habe ich jetzt für Hilfsmittel als Arzt? Die strukturierte Vorbereitung. Das ist zum Beispiel die unbewusste Beeinflussung durch das Ambiente. Schauen Sie sich nur an, Ihre bevorzugten Orthopäden, plastischen Chirurgen. Sie kommen in die Ordination und Sie werden von kühler Größe erschlagen. Dazwischen hängen noch Reproduktionen oder, wenn er besonders erfolgreich ist, Originale, um zu zeigen, das ist hier, da ist Wissen, Macht, Können. Dazu kommt, um den Willen dem Patienten klar zu übertragen, eine Entscheidung herbeizuführen, die bewusste Beeinflussung durch nonverbale Kommunikation und dann natürlich durch die Kommunikationstechnik selber. Und das ist etwas, was wir Ärzte seit Jahrtausenden können. Schon der Schamane hat das gemacht, oder der besonders. Wir beeinflussen durch nonverbale Kommunikation. Die ist aber genauso wie die darauffolgende Kommunikation ein Machtmittel und eine Form des Willensübertragung. Denn auch der Schamane wollte was. Er ist ja nicht nur da gesessen und war, sondern den Willen, den er hatte, war, durch die Behandlung eine soziale Stelle zu erreichen. Was kann der Patient machen? Wir reden vom Willen in der Medizin. Aufgrund der bekannten Verhältnisse, die wir haben, kann sich der Patient strukturiert vorbereiten. Ebenfalls durch das Auftreten. Hier reden wir nicht vom multimorbiden Krankenpatienten, sondern wir reden hier von den Erkrankungen, wo die Indikation zur Handlung nicht so felsenfest ist. Berufsgruppe schon erwähnt. Aber das ist in jedem Fach. Also es möge sich keiner, auch bei mir kommen Sie zu Operationen, ich meine, nicht der Schussverletzte, aber in der Allgemeinchirurgie und verlangt auf Eingriffe, die nicht sinnvoll sind. Auch er kommuniziert und probiert seinen Willen zu übertragen durch Kommunikation. Und er hat einen anderen Punkt, den auch meine Vorredner angesprochen haben, die ökonomische Überzeugungskraft. Und das ist für die Frau Dr. Lenzos, glaube ich, der Grund. Nein, wir reden nicht von Terroristen. Die Gefahr des biologischen Missbrauches sind Konzerne, der Optimierung der Mitarbeiter oder Verhinderung eines wirtschaftlichen Wettbewerbes und Ähnliches. Da, glaube ich, kommt das viel eher hinein. Aber das sind alles ökonomische Überzeugungen als Willensbildung. Und jetzt zum Abschluss. Wo ist die Medizin der militärischen Strategie voraus? Oder was kann die militärische Strategie aus der Sicht des kleinen Chirurgen lernen von der Medizin? Das erste ist ein Allgemeinplatz erster Klasse. Zögern und Zaudern führt nie zum Erfolg. Hier spricht auch der Chirurg. Je stärker der Entscheidungswille des Akteurs, desto klarer der Wille des Gegenübers ist, mit dem der Entscheidung mitzumachen oder sich zu widersetzen. Wenn ich keinen Willen habe, eine Handlung oder ein Ereignis anzustoßen, wie es vorher in der Definition von Duden war, dann erreiche ich keine Willensübertragung und komme auch zu keiner Entscheidung. Und wo können wir Mediziner sozusagen befruchtend in diese Diskussion eingreifen? Was wir seit Jahrtausenden machen, ist, wir nutzen die diskreten Umfeldbedingungen, um Entscheidungen beim Gegenüber und beim Mitarbeiter zu erzwingen. Und bewusst steht auch beim Mitarbeiter. Das Gegenüber ist der einzelne Patient. Ich habe aber auch noch ein Team. Und wenn wir an die großen
Krankenhausrunden denken, die wir haben, wo 15 Fächer sitzen und entscheiden, ob der arme Krebspatient jetzt so oder so behandelt wird, dann ist das eine ganz einfach ein Battle of the Wills. Und das war's. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Klaus. Nachdem wir da noch eine kleine Überschneidung mit dem letzten Vortrag haben werden, schlage ich vor, dass wir zum Schluss an eventuelle Diskussionsbeiträge herangehen. Und damit freut es mich, unseren vierten Vortragenden vorstellen zu dürfen. Okay. Professor Michael Kunze ist emeritierter Ordinarius für Sozialmedizin, Träger höchster Auszeichnungen unserer Republik für Verdienste um dieselbe, auch um die Ärztekammer. Dann, Sie waren Direktor im ECDC und Delegierter bei der WHO. Man kann nicht alles aufzählen. Ja. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bereit sind, für uns einen Vortrag zu machen. Ich danke. Das ist sehr lieb. Lieber Professor Habe, das war ja schon der Nachruf. Der kostet extra, gell? Ja. Also ich kann nur sagen, was bleibt mir noch zu erzählen, aber ich werde mich bemühen. Zunächst einmal zum Herrn... Das brauche ich nicht, ich habe nichts. Ich mache okay. Das gesprochene Wort, meine Lieben. Jawohl. Revolution, das gesprochene Wort. Zunächst einmal, I wanted to speak in English, but you have the earphones on and we have wonderful interpreters. But my notes are in English, so I may have a problem. Not at all. So, die Chirurgen haben es ja leicht. Das ist ja gar nichts. Der kommt mit dem gebrochenen Haxen, Schussfall und so weiter, sagt, bitte, lieber Doktor, hilf mir. Nicht? Im Allgemeinen, ich glaube, in einer chirurgischen Tätigkeit haben wir noch nicht so oft gehabt, dass der mit einem offenen Schussbruch kommt und sagt, Doktor, eigentlich haben wir das immer schon gewünscht. Aber wir in der Prävention, und ich komme aus der Prävention, aus der Mikrobiologie und so, wir müssen ja den Leuten was antun, was ihnen wehtut. Nicht sehr, aber doch. Nicht? Sie verfolgen die Impfdebatte. Ich muss einen per Definition im Gesunden, weil sonst sollen die ja nicht impfen, eine kleine Verletzung machen. Und wir alle haben das auch nicht gern. Wie ich das erste Mal mich selber geimpft habe, ich sage Ihnen, das ist eine Überwindung, das ist unvorstellbar. Das grenzt dann selbst mal. Das Zweite, und genauso, wenn wir jetzt kommen in die Lebensstilfaktoren, also mein wissenschaftlich, viel wissenschaftlich mit der Diagnostik und Therapie der Tabakabhängigkeit beschäftigt, nicht? Wir sagen heute nicht mehr, Sie müssen mit dem Rauchen aufhören. Das ist psychologischer Quatsch. Sondern ich sage, Sie wissen, ich kann Ihnen helfen. Aber aufhören müssen Sie. Ich weiß ein bisschen was, wie man das machen kann. Psychologisch und medikamentös. Also wir müssen unseren Zugang hier zu den Leuten ändern. Also wie gesagt, der Trick beim Gewichtsabnehmen und bei allen Lebensstilfaktoren ist ja, Trick ist es nicht, dass ich eigentlich nicht meinen Willen so sehr im Vordergrund stelle, sondern den Willen des Probanden, des Patienten, des Klienten oder was immer. Aber wir sind bei der Strategiekonferenz und ich habe mir überlegt in der Vorbereitung, nachdem wir ja alle nicht gewusst haben, was wir reden sollen, und wenn man der Vierte ist und so gescheite Sachen schon gesagt wurden, dann hat man es besonders schwer. Dieser Hinweis, wie die Sozialmedizin entstanden ist, Herr Kollege, ist fantastisch. Nicht? Ist ja in Wien genauso. Johann Peter Frank wurde geholt aus Deutschland oder halt irgendein Fürstendings, weil man unsere Obersten und die Führungsebene, um Gottes Willen, uns gehen ja die Leute aus. Kindersterblichkeit 50%, wir haben niemanden zum Ausbeuten, Auspeitschen und schon gerade Soldaten fehlen uns, nicht? Also so entstand ja das, nicht das, wenn man die Leute geliebt hat. Ich meine, wer liebt schon wen heute? Und das war wunderbar. Ich meine, auf die Klugscheißer komme ich noch zu sprechen. Das merke ich mir. ich habe mir überlegt, was können wir in der Medizin lernen von der Strategie und Clausewitz und alles das, Terminologie. Und ich behaupte, dass wir die Begriffe auch manchmal verwenden, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt rein militärisch exakt sind. Wir sprechen von Strategie, von Taktik, von Kollateralschaden und von Aufklärung in verschiedenen Formen. Also Aufklärung ist ja
bei den Militärs eher Reconnaissance, also im Sinne von Feindaufklärung. Und ich glaube, man kann voneinander viel lernen. Ein Traum von mir ist immer wieder, wir nehmen ein Gesundheitsproblem, erzählen es den gelernten Militärs, zum Beispiel hier, die strukturiert denken gelernt haben, und füttern sie nur mit Informationen, sagen, was sollen wir tun? Und das wäre ungeheuer spannend, da kommt nämlich nicht unbedingt das raus, was wir im Allgemeinen der Medizin tun. Ich werde Beispiele bringen. Aber ich denke, die Begriffe sind sehr ähnlich, wir nennen es halt anders. Also Epidemiologie, der Herr Kollege, der uns als Klugscheißer bezeichnet hat, hat recht, heißt da Aufklärung, Nachrichtendienst, Feindlage, also wie häufig ist etwas, wo stehen die Leute, wo ist die Ursache, das sind genau dieselben Tätigkeiten. Und reine Epidemiologie ist natürlich Klugscheißerei. Unsere modernen Epidemiologen sind zum Teil nur Statistiker, die rechnen und rechnen und rechnen, so lange bis irgendwas rauskommt, was Blauäugige am Dienstag vielleicht schlechter schlafen als Grünäugige am Freitag oder so irgendwas. Big Data reden alle, weil da kann man so lange rechnen, da kommt irgendwas raus. Nicht? Aber wir sind ja die Echten so mit Sandfliegen und so. Gell, so richtig, im Feld, das ist schön. Also Epidemiologie zum Beispiel heißt hier Nachrichtendienst, heißt hier Feindlage. Wie stark ist der Feind? Also das heißt bei uns Morbidität. Wie gefährlich ist er? Da sagen wir halt Letalität oder so irgendetwas. Und dann verwenden wir, glaube ich, den Begriff Strategie nicht so, wie er militärisch verwendet wird, weil ich behaupte mal, bei uns habe ich bei jedem Gesundheitsthema, ich lege das Gesundheitsthema hin, komme auf Beispiele und sage, was kann ich anwenden? Ich habe die Möglichkeit der Prävention, ich habe die Möglichkeit der Früherkennung, der Therapie und der Nachsorge. Bei allem. Was anderes gibt es ja nicht. Also Beispiel Fußpilz. Fußpilz ist ungeheuer häufig. Fußpilzprävention, naja, gut, ja, wird da im Bad ein bisschen herumgetan. Früherkennung, man merkt es dann, wenn es juckt. Therapie geht, Nachsorge braucht man im Allgemeinen keine, es kommt eh wieder. Bei den Masern, die in Diskussion sind, Therapie gibt es keine. Früherkennung braucht man nicht, weil die Masern haben ein typisches Krankheitsbild. Da gibt es nicht viel Früherkennung. Und die Prävention ist 100%, aber sie wird nicht angewandt, also nicht so angewandt, wie wir wollen. Also Masern ist ein Thema, das wir eigentlich gar nicht mehr haben sollten. Pankreaskarzinom, ein bisschen blöd, wir wissen nicht gescheit, woher es kommt, wir haben keine wirklich vernünftige Früherkennung. Ich meine, leicht und massiv durchführbare Therapie, die Chirurgen sagen natürlich, das ist, wir machen alles, machen tun Chirurgen immer alles, aber wir müssen ja auch die Evaluation dann durchführen. Und Bronchoskarzinom, jetzt hört dann schon auf mit Medizin im engeren Sinn, Bronchoskarzinom wissen wir alles, 90% der Bronchoskarzinome kommen vom inhalativen Tabakrauchen. Ja? Und jetzt höre ich meine klinischen Kollegen, und ich verehre sie und alles, sagen, sie haben jetzt chemotherapeutische Maßnahmen, da kann man um viel, viel, viel Geld etliche Wochen oder Monate dazugeben. Nicht? Also da, wir handeln in der Medizin sehr oft, glaube ich, etwas unkoordiniert und nicht planvoll, weil das strategische Ziel nicht notwendigerweise die Kontrolle einer Krankheit ist, sondern andere Einflüsse. Der Kollege, der zur Matura seines Sohnes zurückfährt, hat das ja auch so gebracht. Und dann verwende ich zumindest den Begriff Taktik, aber wahrscheinlich auch nicht richtig. Also was tue ich jetzt mit dem Patienten? Operiere ich ihn, nehme ich die Mandeln vom Rektum her oder durch die Oral Cavity, also durch die Mundhöhle, entschuldigen Sie, aber es ist heiß. Es ist heiß, es möge der Hitze geschuldet sein, aber ich kann mich manchmal nicht halten. Und zum Schluss sprechen ja auch die Militärs, wenn sie wo angegriffen haben und die Bomben geschmissen haben, von Collateral Damage. Also das sind Nebenwirkungen. Ja? Unser aller oft genannte Trump hat gesagt, also gut, für eine unbemannte Droge 150 Tote, das ist sogar ihm aufgefallen, dass das ein bisschen ungewöhnlich wäre. Aber es gibt ja Prävention, gibt es ja genauso Nebenwirkungen, also Collateral Damage. An das denken nicht viele Leute, wenn sie nur denken an die Diskussion der Mammographie, an die Diskussion PSA und alles das. Und wir haben jetzt etwas sehr gemeinsam mit dem österreichischen Bundesheer zurzeit, wir in der Sozialmedizin, im Public Health, wir wissen, was wir tun sollten. Alles evidenzbasiert. Ich weiß, was ich Masern machen soll. Alles gibt es Wissenschaft. Klar. Ich weiß, was ich in Tobacco Control, also in der Kontrolle
der tabakassoziierten Dinge tun muss. Kontrolle, ich sage nicht Verhinderung. Das ist Preispolitik und nach der Preispolitik wieder Preispolitik. Und ich muss dann Harm Reduction machen und ein paar andere Strategien. Aber das, wissenschaftlich steht alles da. Es wird nicht gemacht. Es wird nicht gemacht. Oder bei der Influenza, klar. Wir verlieren jedes Jahr, bitte, 1000 Menschen an der Influenza. Und nobody cares, wie man so sagt. Nobody cares. Ja. Ist eine Grippe. Wir wissen, was wir tun müssen. Wir haben eine Therapie für die Influenza. Machen wir auch nicht so richtig, weil irgendein Dummkopf irgendwas sagt, dass es nicht so richtig wirkt. Also mir kommt das sehr, wenn ich diesen Analogievergleich bringen darf, mit dem Zustand, den wir heute mit dem Bundesamt mit Recht beklagen. Wir wissen, was wir brauchen, wir wissen, was wir sollten. Wir brauchen eine politische Absichtserklärung, sind wir jetzt. Wie der Herr Minister Arnold gesagt hat, sind wir jetzt ein Fuzzi her, eine National Guard, wobei man die Miliz nicht beleidigen dürfen, oder sind wir ein ernstzunehmendes Heer? Brauchen wir Düsenflieger, brauchen wir keine, wir wissen, was wir tun sollten, aber der politische Wille oder was immer das ist, ist nicht gegeben. Das kommt mir sehr bekannt vor. Aber hier, kurz noch einen Exkurs von Wissenschaft und we were talking about biological threats. Was bedroht Österreich jetzt am meisten? Wir haben uns dem analysiert in einer anderen Arbeitsgruppe, auch mit Hilfe von militärischem Know-how im Sinne der Entscheidungsfindung. Und muss Ihnen schon sagen, ich will Sie auch reizen, weil man wird dann müde und zu heiß ist es. Also der Climate Change ist das nicht, dass es heiß ist. Das ist der, es ist heiß im Sommer oft, machen wir sehr heiß, aber das ist nicht der Climate Change. Climate Change, ich bin kein Klimawandelleugner, das ist ein neues Schimpfwort, sondern das ist nicht die essentielle Bedrohung für Österreich. Das wird uns jetzt eingeredet. Und ich muss sagen, alle Parteimanager aller Couleur, alles müssen jetzt verzweifelt nachlaufen, um auf diesen Zug aufzuspringen. Es ist wirklich, also auch in der Bundesrepublik, ganz nebenbei. Also Klimawandel, Klimawandel, Klimawandel. Und dann kommt jemand und auch meine Kollegen, es wird Hitzetote geben, nur selbst. Verständlich, so wie es jeden Winter auch Kältetote gibt. Das ist ein epidemiologisches, das kommt von den Klugscheißern. Also Climate Change ist, muss man berücksichtigen. Und wenn jemand sagt, im Jahre 2080 wird es bei uns so heiß sein wie im Senegal, ist das absoluter Blödsinn. Ja, das ist wissenschaftlicher Unsinn. Kein Mensch kann prognostizieren, wie das Klima 2080 wird. Aber was bedroht uns jetzt, wo wir militärisch eine Rolle spielen? Das ist natürlich, wir haben natürlich die Migration und Folgeerscheinungen, bedroht uns nicht militärisch, aber emotionell das Land enorm. Und da haben Sie genau wieder diese politische Implikation, die Sozialmedizin und vielleicht Bundesheer eint. Selbstverständlich haben die Nachrichtendienste gewarnt, selbstverständlich haben sie es gewusst. Seit vielen Jahren. Heute, die sind ja nicht plötzlich an der Grenze gestanden und sind aus dem Boden geschossen. Jeder hat das gewusst, was passiert. Die politische Reaktion war, ich habe die Originaltöne also mir erzählen lassen, zu der zuständigen Ministerin, geht Kipperruhe. Also mindestens, also ich kann mich erinnern, dass 2012 hat schon unser Nachrichtendienst, aber in offener Sitzung, nicht geheim, gewarnt davor. Es ist halt nicht geschehen. Ja, dann haben wir natürlich den Terror, we discuss Terror, der eine, der systemische Terror, weil wir vom Krankenhaus dauernd reden, die Attacke auf unser heißgeliebtes AKH, das Labor vom AKH, wenn das attackiert wird, steht die Partie, oder? Die Radiologie steht die Partie, nicht? Weil ohne Labor geht nichts. Und die ganze Thema. Also Terror, systemischer Terror und lokaler Terror, weil der lokale Terror natürlich eher emotionell wirkt, wenn sich irgendwo jemand wegsprengt, ist das für die Epidemiologen nicht sehr aufregend. Und natürlich auch die Pandemien. Wir hatten Pandemien. Wir hatten sie dann zuletzt 2009. Ja, ich war für die Planung sehr wesentlich mitverantwortlich oder was immer. Und heute, es ist, also wenn es nicht so traurig wäre, müsste man lachen. Wir sind viel schlechter vorbereitet als 2008, 2007. Wir haben keine Impfstoffproduktion mehr. Wir brauchen eine nationale Impfstoffproduktion mehr.
Wir haben so gut wie, ja, wir haben noch Tamiflu, haben wir noch liegen, ungefähr ein paar Tonnen, aber die müssten wir erst verkapseln. Nicht? Wer verkapselt das? Sagt man, das Bundesheer kann das, oder? Ja, das heißt doch. Na, das möchte ich sagen, ihr müsst das machen. Gar keine Frage. Wir haben also kaum mehr Planspiele zu dem Thema. Also alles das, aber beim Bundesheer muss ich sagen, immer der Wahrheit die Ehre geben, da findet man noch ein offenes Heer, from Monkeypox to Influenza. Also ich meine, wenn wir schon Strategiekonferenz haben, wir sollten Medizin, wir sind der Wehrmedizinische Beirat hier, wir sollten mehr uns austauschen, auch was die Methodologie, und ich behaupte, dass wir in der Medizin viel lernen können von systematischer Vorgangsweise und systematischem Lernen. Zum Schluss möchte ich noch Folgendes sagen. Der Clausewitz, der hochberühmte Clausewitz, ist an der Cholera gestorben und nicht im Gefecht. Ja? Und er müsste heute nicht mehr sterben. Heute sterben wir hier nicht mehr an der Cholera. Es gibt jetzt einmal eine Erklärung, weil er ist an der Cholera gestorben und nicht im Gefecht. Und ein Kollege hat das letzte Mal, wie man damals sagt, ja klar, er war ein General. Nicht? Und kein General stirbt mehr im Gefecht. Nicht einmal in Stalingrad waren 25 Generäle, kein einziger ist dort zu Tode gekommen. Es gibt die zweite Variante, warum Clausewitz an der Cholera gestorben ist, die von mir ist, die ist nur von mir und das ist außerhalb des Programms. Er hat wahrscheinlich zu wenig Schnaps getrunken, weil Schnaps ist gut gegen Cholera, weil es macht eine hyperazide Gastritis, wenn man ordentlich Gas gibt und die Cholera-Viberionen sind wahnsinnig Hitze, also Säure, labil und da hätte er uns gefragt. Dann wäre das viel besser. Also das ist schon fürs Programm im nächsten Jahr. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor. Launig. Wie? Ich darf als letzten Vortrag Herrn Ministerial Professor Stix und Herrn Professor Gutmann bitten. Darf ich dich bitten, ganz eine kurze Einführung zu machen? Nur 30 Sekunden, wer es nicht weiß. Danke. Wer es nicht weiß, österreichische Neurophysiologen haben als erste den Egocentricity Bias ausgeschaltet. Österreichische Neuropsychologen haben den ersten Brain Scan gemacht. Und dass das wahr ist, beweist die Tatsache, dass das Mitglied der ÖAW-Kommission für Zusammenarbeit mit den Diensten des Bundesheeres, ordentliches Mitglied der ÖAW, Rektor, mehrfacher Dekan und wissenschaftlicher Leiter der Gehirnforschungsprogramme, die wir im Militär gemeinsam mit der Heeresmedizin unter der Leitung der FDF-8-Vorsitzenden, Frau Ministerialrat Dr. Adelheid Obwaller machen, persönlich da ist. Ich begrüße nicht nur Dr. Gisela Gutmann, den hier, glaube ich, alle kennen, sondern weise darauf hin, dass unmittelbar nach seinem Vortrag wir dann drüben, zugegebenermaßen angenehmerweise klimatisiert, den letzten Stand der Gehirnforschung sehen. Ja, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich werde versuchen, Ihren Zeitplan zu retten und nur anzudeuten, was diese 40 Jahre Zusammenarbeit mit der Armee für mich bedeutet haben. Der Titel Strategie und Wille könnte auch über einem Lehrbuch der Verhaltenspsychologie stehen. Denn daran ist eigentlich vor 1,5 Jahrhunderten die Psychologie entdeckt worden, zu ergründen, wie der Mensch in planvollem Handeln gesteckte Ziele erreicht und dass es seltsame Unterschiede in der Begabung gibt, diese Ziele zu erreichen. Das war vor mehr als 40 Jahren mein Einstieg, die Entdeckung, dass unter nicht neutralen, angenehmen, durchschnittlichen, gemütlichen Bedingungen man die Psychologie eigentlich neu schreiben muss. Wie untersucht man, was sich ändert, wenn jemand Todesangst erlebt? Da ist die Ethikkommission wahrscheinlich schwer davon zu überzeugen, dass wir das im Laborversuch gerne mal simulieren würden.
Aber da kam ich auf die Idee, und es war eine Wechselrede mit der Armee, dass man ja Extremsituationen, in die sich jemand freiwillig begibt oder die ausbildungsbedingt unvermeidbar sind, dass man die nützen kann. Found Experiment hat man diese faszinierende Möglichkeit später genannt. Meine ersten Kunden waren Personen, die die Kunst des Felsklettens erlernen wollten. Und wir haben die Eleven zusammengefangen, im Labor getestet, in der Realität, während ihres ersten Kletterversuchs, der ist ordentlich und ehrlich angsterfüllt. Und dabei ein Phänomen entdeckt, das ich in einem Satz resümieren kann. Angst, in Stress geraten, blockiert Leistung, aber merkwürdigerweise nicht bei allen. Es gibt einen anderen Menschentyp, der braucht, wenn es ein bisschen kracht und staubt, der bleibt nicht nur gleich, der wird besser. Das verdanke ich der Zusammenarbeit mit der Armee, damals noch Oberstarzt Wittels, seiner Einzelkämpferausbildung mit unglaublich interessanten Belastungssituationen. Und schnell haben wir entdeckt, dass dieses Phänomen für die gesamte Differentialpsychologie von entscheidender Bedeutung ist. Es gibt den, wir haben den Begriff von den Sportcoaches entlehnt, es gibt den Trainingsweltmeister, der ein wundervolles Leistungsprofil hat unter normalen, nicht belastenden Bedingungen, aber immer dann, wenn es ernst wird, im Wettkampf oder bei uns in kritischen Situationen weit unter seinem Wert geschlagen wird. Dass man ihn sehr früh erkennen kann und nicht bei der Diagnose stehen bleiben muss, sondern auch eine Therapie anbieten, das verdanken wir der Hirnforschung. Neurobiologische Kennwerte ermöglichen uns, sehr früh verlässlich festzustellen, ob jemand ein solcher Trainingsweltmeister ist. Und die Rückmeldungen, Neurofeedback, Selbstkontrolle, die Vermittlung der Fähigkeit, sich auch in kritischen Situationen unter Kontrolle zu halten, verdanken wir auch diesem Einstieg. Wie Kollege Stix gesagt hat, Bilder dazu gibt es drüben zu sehen. Mich hat es sehr gefreut, Ihnen dieses zentrale Ergebnis kurz vorstellen zu dürfen, weil ich verdanke es einer fruchtbaren, über 4 Jahrzehnte währenden Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bundesheer. Herzlichen Dank.